läuft. Wind, Bahn, die ganze Zeit. Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erste Audi TT Probefahrt. Hinter der Kamera Fettsack mit dabei. Nach dem Intro geht's los. 6, 3. Natürlich kompletter No-Homo-Base zu zweit im Audi TT. Wer kennt's nicht? Wollen wir uns mal reinsetzen? Das ist auf jeden Fall immer richtig lustig. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn die Bude erstmal tiefer gelegt ist, weil das wird auf jeden Fall kommen, wenn du einmal kurz nach vorne filmst, wie viel Platz wir da im Radkasten haben. Da geht noch einiges, Alter. Auch wenn er nicht piept, absolute Anschnallpflicht. Ich bin schon fast mit dem aus der Kurve geflogen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich kann ja mal hier so ein bisschen euch das Interior zeigen. Ich weiß nicht genau, jetzt kann man das Lenkrad nicht drehen. Ich weiß nicht genau, ob wir innen S-Line-Ausstattung haben, aber auf jeden Fall haben wir hier ein Lenkrad, wo komische S-Line-Krempel dran ist. Also ist es halt gepolstert und aus Leder. Ich weiß nicht, wie das beim Standard TT aussieht. Wunderschöne Schlüssel habe ich hier am Start. Oh, Service hat er auf jeden Fall auch Bock drauf. Service okay. Ich glaube, Service muss da trotzdem kommen. Wir haben hier das kleine Mäusekino, das gibt es wohl noch in größer. Wurde mir jetzt gesagt, dass das das kleine ist. Ist mir noch aufgefallen, dass hier irgendwie hält er nicht ganz sein Standgas. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Zusätzlich, was ich zu kritisieren habe, ist auf jeden Fall die Tankreserve. Ich dachte beim ersten Mal, dass, wo er leer war, er auf der Hälfte der Reserve ist. So sieht man das. Und dann bin ich halt fast liegen geblieben. Man hat überall Kreise mit Punkten. Also egal, wo man hinguckt, alles Kreise mit Punkten. Ich finde, die Fahrer, also die Fahrkajüte, so, wir sind beide 1,90 groß, ist auf jeden Fall top. Also auch wenn ich das hier nicht verstehe, das hätten sie mal weglassen sollen, meiner Meinung nach, hätte man sogar noch mehr Platz. Hinten kann man es halt komplett vergessen zu sitzen. Also das will ich auch nicht ausprobieren, zumal du halt mit dem Kopf, also es ist halt echt... Ja, ja, genau so. Genau so. Oder, lol, da hinten ist eine Ding. Ah, ich glaube, das ist der Erste Hilfe. Das ist ja lustig. Wir dieseln uns gerade auf jeden Fall ein bisschen ein. Dann habe ich hier noch das zu bemängeln, das ist halt zu wild. Wenn man hier Auto drückt. Alter, da kommt irgendwas aus der Lüftung raus. Schnell aus. Digga. So. Ich finde die Lüftung halt schon auf 3 laut und wenn man Auto macht, dann fährt er immer so. Da kommt auch irgendein Scheiß. Oh, Digga, hier kommt irgendein Scheiß raus. Das ist halt nicht so optimal. Ich finde grundsätzlich ist es auch todesheiß hier in der Bude immer und es beschlägt auch immer alles. Die Scheiben sind auch richtig schmierig. Aber gut, wollen wir jetzt weiterkommen zur Probefahrt. So, ich mache aber mal, also ich habe mal rausgezoomt. Ja, ist das nicht verpixelt? So, ab jetzt nicht mehr atmen, ne? Ab jetzt nicht mehr atmen. Ach ja, was wir noch haben, wir haben Sitzheizung, die nicht funktioniert. Grüße gehen raus an Sven, den Verkäufer. Ich habe ihn noch bei der Probefahrt gefragt, ob das funktioniert. Also ja, leuchten tut's. Danke dafür. Was haben wir hier? Wir haben wunderschönen 1.8T, hatte ich ja schon mal erzählt. Der hat auch ordentlich Druck auf jeden Fall. Wir haben ein 5-Gang-Schaltgetriebe per Handschaltung. Wenn man allerdings zu krass vom ersten in den zweiten reinknallt, dann bleibt der zweite einfach hängen. Das will ich jetzt nicht demonstrieren hier an der Stelle, weil ich auf jeden Fall auch noch nach Hause kommen wollte. Zusätzlich haben wir, ja, typisch natürlich, muss man hier auf dem Channel sagen, für die Mercedes-Fahrer, wir haben hier eine sogenannte Kupplung. Allerdings ist da kein Metall drüber. Das heißt, wenn man hier mit etwas nassen Sneakern drauf ist, dann rutscht man auch gerne mal ab. Das stört mich auf jeden Fall auch ziemlich krass. Muss ich mal irgendwie ein Metall noch draufkleben. Der Schalthebel, wenn man, insbesondere wenn man im zweiten fährt, ihr habt mir ja geschrieben von wegen, dass wahrscheinlich bei mir irgendwie das Schaltgestänge oder irgendein Getriebelager kaputt ist. Warte. Siehst du? Wie der sich bewegt. Ja. Sieht man das? Warte mal. Ja. Aber die Kamera wackelt logischerweise auch ein bisschen. Ja, das macht mir halt Sorgen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man bei Schaltern niemals die ganze Zeit so fahren sollte, dass man hier seine Hand drauf hat. Ich glaube, entweder durch Ampelstarts und zu viel Rumgerupfe oder sowas. Ich versuche es nochmal zu demonstrieren. Es ist halt krass, ne? Also das fühlt sich auch an, irgendwie als würde das ganze Getriebe springen. Ja, jetzt auch auf jeden Fall. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das ist. Ich glaube, am Getriebe müssen wir auf jeden Fall Safe Call irgendwas machen. Bin ihn halt jetzt schon einmal zur Uni und zurückgefahren, weil der AMG ja nicht funktioniert. Und ich merke auf jeden Fall, dass er
durch die 5 Gänge halt sehr kurz übersetzt ist. Aber dennoch macht es sehr viel Spaß, mit dem auf der Autobahn zu fahren. Also ich persönlich finde es auf der Autobahn deutlich besser als innerorts. Da wird definitiv auch noch ein Video mit Alko kommen, wo wir Zeiten messen werden, 100 auf 200 und sowas. Weil da ist er schon ein kleiner Flitzer. Nicht nur, dass er sich sehr schön auf der Autobahn fährt. Nein, man muss auch nicht runterschalten. Man kann die ganze Zeit im 5. fahren. Der Turbo regelt das alles. Allerdings dementsprechend ist auch der Verbrauch. Ich bin 200 Kilometer gefahren und ich habe halt 30, 35 Liter weggezogen. Das war schon ziemlich krass. Oh, Digga. Ja, ich bin so am Wackeln. Genau, das ist halt noch das Zweite, ne? Sobald man schaltet und auskuppelt, der ganze Wagen wackelt so krass. Ich sehe das immer aus dem Augenwinkel am Beifahrer, wenn der immer hin und her schleudert. Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und zusätzlich noch, dass halt der Turbo, der spricht so fein untenrum an, also nicht fein, sondern grob. So, das ist halt nicht mal Vollgas, ne? Das ist einfach nur so ein bisschen mit dem Gas gespielt. Keine Ahnung, ob das eine Abstimmungssache ist. Fahrwerk auch noch echt bretthart. Also das checke ich halt überhaupt nicht, warum sie den so... Der ist ja ziemlich hoch. So für einen Sportwagen in Anführungszeichen würde ich den auf jeden Fall tiefer haben. Und dann buckelt der da die ganze Zeit rum. Ich glaube, ein Domlager ist auch defekt. Das hört man auf jeden Fall, das merkt man. Und Auto ist wieder an. Ich finde dieses System allgemein noch so kacke, ne? Ich check's überhaupt nicht. Ein so ein Klimatronik-Kick, Alter. Ja, man hört halt extrem krass den Turbo. Ich weiß nicht, hört man das? Warte. Jetzt, ja. Das ist am Ende. Schon. Also wenn da erstmal ein richtiger Luftfilter drauf ist und sowas. Also, das ist halt so bescheuert, ey. Da kommt rum, Gott, war das peinlich. Sehr viel Spaß auf Goonbase mit dieser Karre haben. Das macht extrem Spaß, damit rumzufahren, wenn man es halt nicht ernst meint. Ne? Also aktuell finde ich auch, dass der noch ein bisschen wenig Leistung hat. Der könnte schon mehr schieben. Aber das testen wir jetzt auf jeden Fall gleich mal. Außerhalb von Ortschaften. Auf jeden Fall unberechenbar. Also Power dieses Kfz. Wir können auf jeden Fall hier auch mal jetzt ein bisschen ballern. Ich fahre jetzt mal auf der Landstraße. Alles normal. Ich hoffe jetzt, dass ich in der Kurve nicht ausbreche. Das ist mir nämlich schon passiert mit Alko. Dass der komplett untersteuert hat. Oh, Digga, Bruder. Er sagt, bricht komplett aus, geht komplett in die Kurven rein. Ja, man hört schon. Ja, man hört die Reifen. Und jetzt machen wir hier mal eine schöne 80 auf 100 Zeit. Naja, 120. Und ich weiß gar nicht, warum der so kurz übersetzt ist. Ich glaube, das liegt wirklich an dem 5-Gang. Was ist? Weiß ich nicht. Bei anderen 1.8 Turbo Motoren von Audi kann man auf jeden Fall den 2. Gang bis 120 drehen. Hier ist es so kurz, also du kommst gerade mal im 3. bis 120 oder so und das war's. Ich würde mir an sich auf jeden Fall eher ein Quattro wünschen, um ehrlich zu sein. Aber den Motor finde ich geil. Also 1.8T, das macht richtig Spaß. Aber ein Quattro mit 6-Gang, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Ob es ein 1.8T als Quattro gibt, aber egal. Keine Ahnung, kenne ich mit Audi nicht aus. Ich auch nicht. Ich habe auch einfach komplett blind gekauft. Ich wusste, wo ich mir den angeguckt habe, wusste ich nicht mal, dass der nur Frontantrieb. So, und wenn man jetzt hier ESP ausmacht, dann kann man auf jeden Fall richtig cool auf richtiger Goonbase hier. Boah, Digga. Ist das bescheuert, Digga. Und jetzt gleich untersteuert mir wieder. Schneid das raus. Ja, man kommt halt nicht von der Stelle, ne? Das ist ein Frontkratzer vor dem Herrn. Ich mach lieber wieder ESP an. Und jetzt mit 30 auf die Landstraße. Ja, Freunde, ihr seht auf jeden Fall, man kann eine Menge Spaß mit der Karre haben, wenn einen wirklich gar nichts mehr juckt. Ich denke mal, im nächsten Video werde ich mir mal angucken, was der Turbo drückt, was man da noch rausholen kann. Habt ihr Tuning-Tipps für 1.8 Turbo? Einfach drüber. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben auch schon immens viele Golf 4 GTI-Tuner und sowas geschrieben, was man da alles am Motor machen kann. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Software. Auspuff muss, vorne Ansaugung muss. Weil ich weiß, dass der Motor nicht ganz rund läuft auf dem Setup, was er aktuell hat. Das merkt man daran, wie der Turbo anspricht. Ja, man merkt es einfach. Da muss auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Luft rein und ein bisschen mehr Luft raus.
mit diesen Worten verabschiede ich mich aus diesem Video. Nächstes Mal geht es wahrscheinlich wieder dem AMG im Kragen. Da fahren wir nämlich jetzt gleich hin. Der läuft nämlich immer noch nicht bis dato. Wir haben jetzt Sonntag 13 Uhr. Falls ihr da Tipps habt, schreibt es mir gerne unter mein letztes AMG-Video. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.